Hallo zusammen, heute zeige ich euch, wie man diese unglaublich leckeren Dutch Oven Rouladen macht. Ihr wisst, was das bedeutet? Ganz genau. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Die Idee von dem heutigen Video ist nicht nur, ein Rouladenrezept zu zeigen, sondern auch zwei unterschiedliche Rouladentypen gegeneinander zu verproben. Wir haben auf der rechten Seite American Beef Rouladen und auf der linken Seite Rouladen vom iberischen Duroc-Schwein. Rouladen vom Schwein hatte ich noch nie, deshalb bin ich natürlich extrem gespannt. Für alle, die das gerne auch einmal probieren wollen, die genauen Mengenangaben finden sich natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung und dort gibt es auch die Links zu gourmetfleisch.de, wo ihr diese Produkte bestellen könnt. Aktuell gibt es noch 10% Rabatt mit dem Rabattcode 0815BBQ. Also probiert's einfach aus. Das hier ist jetzt nicht ganz das Rezept, nach dem meine Großmutter immer Rouladen zubereitet hat, aber es geht schon in die Richtung. Wir starten mit einem Senfkaviar. Meine Oma nahm immer normalen Senf, also das würde natürlich genauso funktionieren. Und dann geräucherten Schinken. In dem Fall habe ich hier so einen Nordseeschinken, nennt er sich. Es geht aber zum Beispiel auch ein Schwarzwälder oder sowas. Und dann brauchen wir Gewürzgurken. Standardmäßig kann man natürlich jetzt auch noch sortierte Zwiebeln oder Speck und Zwiebeln mit in diese Roulade rollen. Ich habe mich dazu entschieden, nur eine Gewürzgurke zu nehmen, neben den Gewürzen, dem Senf und dem Schinken. Sobald diese aufgerollt sind, würze ich die einmal von außen, dann drehe ich sie rum. Dann muss ich noch kurz das fixieren. Dafür gibt es entweder so Rouladenspieße oder Rouladennadeln. Man kann das auch zusammenbinden, wenn man das möchte. Ich habe mich hier einfach ganz popelig für 1 bis 2 Zahnstocher entschieden. Das funktioniert genauso. In meinen Dutch Ofen passen ziemlich genau 3 Rinderrouladen und 3 Schweinerouladen. Von daher werden wir uns heute mit der Zubereitung auch genau so damit beschäftigen. Bei den Duroc-Rouladen gehen wir ganz genauso vor. Und zwar einfach, weil ich möchte, dass sich grundsätzlich nichts geschmacklich ändert, wenn ich das am Ende beurteilen möchte. Deshalb gehe ich hier genauso vor. Also zuerst salze ich die Innenseite, dann verteile ich darauf den Senfkaviar, den Schinken und dann natürlich einmal mit der Gewürzgurke zusammenrollen. Ich bin sehr daran interessiert zu wissen, wie ihr eigentlich eure Rouladen macht. Was habt ihr von Oma mitbekommen? Geht ihr mehr auf die klassische Variante oder habt ihr Alternativen? Ich habe ja mal ein Video gemacht für neapolitanische Rouladen. Das war auch sehr, sehr geil. Auch das hier jetzt Ganze einmal kurz mit dem Zahnstocher schließen und dann war es das. Auch diese noch einmal salzen und dann können wir uns auch schon um unseren Dutch Ofen kümmern. In dem Fall war ich schlau genug, in der Zwischenzeit einen Anzündkamin mit Holzkohlebriketts vorzubereiten und die hauen wir jetzt hier in den Kugelgrill. Dann setze ich meinen Dutch Ofen oben drauf. Sollte ungefähr gucken, dass er einigermaßen gerade steht. Das ist es hier noch nicht, aber das justiere ich gleich noch. Und gebe dann etwas Öl hinein. In dem Fall ist das ein Bärlauchöl. Das funktioniert aber auch mit jedem anderen Öl. Und jetzt, bei sehr starker Hitze, grillen wir unsere Rouladen einmal von allen Seiten rundherum richtig schön scharf an. Hat schon eine tolle Farbe. Und wenn man das einigermaßen ineinander stapelt, so wie hier, dann haben auch alle Rouladen Platz. Zack. Okay. Ja, sobald diese dann von beiden Seiten scharf angegrillt sind oder angebraten sind, nehmen wir sie auch wieder heraus. So, die noch ein bisschen später reingekommen sind, lassen wir noch einen Ticken drauf liegen und dann können wir auch diese herausnehmen. Und wir haben jetzt natürlich unten in dem Dutch Ofen jede Menge Geschmack. Also gebe ich noch etwas zusätzliches Öl rein und habe dann ein bisschen Mirepoix, Röstgemüse vorbereitet, eine Karotte, 2 Stangen Sellerie und eine große Zwiebel. Gebe einen halben Esslöffel Tomatenmark hinzu und lasse das Ganze richtig schön mit anschwitzen. Dann gebe ich einen ordentlichen Schuss Balsamico hinzu und fülle das Ganze so schlückchenweise mit Rotwein auf. Dabei rühre ich immer weiter und versuche so, diese Geschmacksstoffe und die Röstaromen unten von dem Boden wieder in die Soße zu bekommen. Das funktioniert hervorragend. Jetzt muss man nur gucken, dass man immer genug Flüssigkeit im Dutch Ofen hat, damit das Ganze nicht nochmal anbrennt. 2 Lorbeerblätter noch hinzu. Einmal geschickt umgerührt. Und dann fülle ich das gleich mit Flüssigkeit auf, so vom Gefühl her, dass die Rouladen gut bedeckt sind. In dem Fall dann jetzt einmal die Rouladen wieder genauso zurück in den Topf schichten. Und dann einmal mit Rinderfond
und mit weiterem Rotwein aufgießen, sodass sie halbwegs bedeckt sind. Also dadurch, dass sie ein bisschen unterschiedlich dick sind, ist das jetzt nicht so dramatisch, wenn bei den Rouladen, Rindsrouladen ein bisschen was oben rausguckt. Ich denke, ihr habt ungefähr die Menge da so drauf. Jetzt gebe ich noch die Kohlen oben auf den Deckel. Dann habe ich gemerkt, dass ich den Thymian vergessen habe, also schmeiße ich noch schnell etwas frischen Thymian mit in den Topf. Frische Kräuter gehen immer und geben einen hervorragenden Geschmack. Jetzt schließe ich den Deckel von meinem Kugelgrill und lasse das Ganze rund 2 Stunden bis 2 Stunden 20 Minuten lang vor sich hinschmoren. Dabei sollte man gucken, dass man nicht zu viel Flüssigkeit im Topf verliert. In dem Fall sieht das allerdings wunderbar aus. Ich entnehme jetzt die Rouladen und setze die auf einen vorgewärmten Teller oder so eine Fleischplatte, damit diese nicht abkühlen. In der Zwischenzeit kümmern wir uns nämlich noch schnell um die Soße, weil es gibt nichts Schöneres als dieses Söschen, was da rauskommt. In dem Fall gieße ich das Ganze durch ein Sieb. So kann sich die Kräuter und das Rest vom Restgemüse herausfischen und dann binde ich diese Soße noch kurz. Da muss ich geschmacklich schon nicht mehr viel machen, die ist bereits so schon sehr lecker, also ich habe da nichts mehr hinzugefügt, nur noch ein kleines bisschen abgebunden und dann können wir uns unsere beiden Rouladen anschauen. Was wirklich unglaublich gut funktioniert hat, beide Rouladen sind super zart, also das ist wirklich unglaublich zart und es ist auch also nicht zu trocken. Es ist richtig, richtig lecker. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Und jetzt zum ersten Mal die Iberico-Rouladen oder Duroc-Rouladen. Die sind auch, finde ich, sehr gelungen, auch unglaublich zart. Die fallen ja schon quasi beim Hingucken auseinander. Ja, hervorragend. Dann packen wir das Ganze mal auf die Platte. Nappieren dort etwas Soße. Ja, und dann würde ich sagen, wollen wir das Ganze natürlich mal probieren. Also, mein Fazit ist, Ja, Rindsroulade ist wahrscheinlich auch ein bisschen gelernter Geschmack, ist immer noch mein Favorit, finde ich immer noch lecker, aber diese Duroc-Rouladen, die haben irgendwie, die bleiben unglaublich saftig innen drinne. Ich glaube, die haben ein bisschen anderen Fettanteil vielleicht als die anderen Rouladen, also das ist auf jeden Fall auch einen Versuch wert. So, und natürlich wie immer werde ich das Ganze jetzt auch probieren, teilen, liken, kommentieren, gern gesehen, abonnieren natürlich auch, schreibt mir eure Lieblingsfüllung für Rouladen unten in die Kommentare, ich freue mich drauf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus, euer Markus.